Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, wo Justin, oder haben wir versucht herauszufinden, wo Justin hin ist. Und dafür suchen wir jetzt gerade ein bisschen in der Vergangenheit der Baroness rum. Und genau da machen wir jetzt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich nehme die Akte am besten mit zum Landgut, damit Alex sie sich ansehen kann. Ein Pulli. Schon wieder Scheißwerte. So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Alex. Wow, das ist wirklich ein altes Buch. Es fällt ja fast auseinander. John Sandmann, sagst du? Ich nenne ihn erstmal Sandmann. Ich glaube, der ist Sandman. Egal, ich nenne ihn Sandmann. Für mich ist es ein Sandmann. Wie das Sandmännchen. Nur ein bisschen gruseliger. Ich frage mich, wer das ist. Oh, jetzt geht's hier nicht weiter. Ja, dann werden wir jetzt wie versprochen in der letzten Folge Richtung Südhof weitermachen. Ich reite da kurz hin und wir sehen uns da gleich wieder. Ich bin jetzt bei dem Boot angekommen und somit können wir jetzt aufbrechen Richtung Südhof. Auf geht's. Los. Oh, ich bin erstmal voll ins Wasser gefallen. Keiner gesehen. Weiter geht's. Finde, es sieht so süß aus. Hier mit dem Pferd vorne. Wir lenken hier schön das kleine Boot und unser Pferd steht da vorne. Endlich da. Aber es ist recht trostlos hier. Weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Ein Weg führt nach oben. Vielleicht kannst du dort später jemanden finden. Okay, wir versuchen, Leute zu finden. Auf geht's. Oh nee, jetzt haben wir hier die ganze Zeit diesen scheiß Kuh-Button. Hau ab! Er will nicht weggehen. Vielleicht können wir absteigen. Sorry, aber das nervt mich gerade. Ja, sehr gut. Kein Mensch auf der Farm zu sehen. Du lauschst, aber es ist nur der Wind zu hören, der durch das Gras weht. Es muss jemand zu finden sein, den du fragen kannst, was mit dem Leuchtturm geschehen ist. Du entscheidest dich, deinen Blick in den Garten zu werfen. Nicht deinen, sondern einen. Upsala. Oh, Hallöchen. Foxy hat sie auch erschrocken. Oh, wow, du hast mich zu Tode erschreckt. Du mich auch, Mensch. Hallo, wer bist du? Aglaia, schön dich kennenzulernen. Ich heiße Molly. Nee, nicht Molly, Holly. Ich komme gerade erst vom Surfen von der anderen Seite Südhofs. Zu dieser Jahreszeit gibt es kaum irgendwo anders bessere Wellen. Hey, ganz nebenbei, hast du vielleicht meinen Mann Erik gesehen? Nicht? Madison, sie ist meine Tochter. Sie auch nicht? Du hast noch keine Menschenseele gesehen? Seltsam, aber sie müssen ja irgendwo sein. Lass uns am Garten zusammen nach ihnen suchen. Ich bin mir sicher, dass wir jemanden finden werden. Okay, wir suchen. In dem Stein gucken? Oh ja. Los, Foxy! Ups. Stopp, bremsen! Hops! Ach, mein Foxy. So hoch war das doch jetzt auch nicht. Du hast auch niemanden gefunden? Seltsam. Ich mache mir langsam Sorgen. Oh, wir sind ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Jetzt können wir endlich tolle Klamotten kaufen. Alle sind verschwunden. Sehr mysteriös. Was machst du überhaupt hier, Aglaia? Der Leuchtturm ist erloschen. Was? Irgendetwas muss passiert sein, während ich weg war. Der Leuchtturm ist noch nie erloschen und meine ganze Familie ist einfach so verschwunden. Es muss etwas passiert sein. Schnell, wir müssen zum Leuchtturm. Vielleicht sind sie dort. Folge mir, Aglaia. Ich komme. Wie auch immer du schneller sein möchtest. Du läufst zu Fuß und bist schneller als ich mit meinem Pferd. Schwierig. Aber naja. Aber ich finde Südhof echt schön. Also den Hof hier.
Ah, nee, sie ist doch nicht schneller als mein Pferd. Ich dachte schon. Machen wir jetzt einen auf Superman, beziehungsweise auf Flash. Oh, ich bin ein bisschen müde. König hat recht früh aufgestanden. Er hat heute Morgen Vorlesung direkt um 8. Und nachher muss ich auch noch lernen. Motivation sieht anders aus. Aber was muss, das muss. Jetzt wurde sie plötzlich herteleportiert. Auch gut. Die Tür ist verschlossen und niemand öffnet, wenn ich klopfe. Wo können sie nur sein? Wir müssen den Schlüssel zum Leuchtturm finden, Aglaia. Sigrid, die Leuchtturmwächterin, hat hier irgendwo einen Ersatzschlüssel. Ich weiß nur nicht genau, wo er ist. Nee, nicht wo wer ist, wo er ist wahrscheinlich. Wo kann er sein? Du willst, dass wir uns aufteilen und danach suchen, damit das Ganze schneller geht? Gute Idee. Los, wir müssen ihn finden. Okay, okay, okay. Ah, das ging ja schnell. Nein, ich wusste nicht, wo der Schlüssel ist. Das war Zufall. Du hast den Schlüssel gefunden. Schneller, Aglaia, schließe die Tür auf. Wenn sie nicht hier sind, können wir vielleicht irgendetwas sehen, wenn wir ganz nach oben im Leuchtturm gehen. Da fehlt auch wieder was. Schließe die Tür zum Leuchtturm auf. So, Foxy, du bleibst hier unten, bevor du dir hier noch auf der Treppe alle Beine brichst. Wobei, wo wir schon überall lang gerast sind, sollte das eigentlich nicht passieren. Wir suchen und suchen. Oh, wir haben sie gefunden. Wo auch immer das sein soll. Ich wusste gar nicht, dass ich so weit gucken kann und so nah ranzoomen kann, während ich gucke. Gehen wir einfach mal davon aus, da oben ist ein Fernglas, Fernrohr, was auch immer. Sie leben, wie schön. Hast du sie gesehen, Aglaia? Ich auch. Das ist die gesamte Familie. Sigrid, Jonas, Erik und Madison. Aber wie konnten sie alle auf der Trauerinsel stranden? Ich weiß auch nicht, wie sie auf der Trauerinsel stranden konnten, Aglaia, aber wir müssen sie retten. Sie müssen schon mindestens einen Tag dort sein und ich konnte kein Essen, Sachen zum Zelten oder so sehen. Sie sind bestimmt hungrig und frieren. Und die kleine Madison, ich hoffe, es geht ihr gut. Du hast ja ein Pferd, Aglaia. Kann ich vielleicht hinten drauf sitzen, während du reitest? Super, ich reite runter zum Strand unterhalb des Leuchtturms, gegenüber von der Trauerinsel. Du musst den Weg nehmen, der am Hafen entlang führt. Es ist nicht möglich, an den Klippen entlang zu reiten. Los geht's, Aglaia. Lass uns meine Familie retten. Auf geht's. Mit Vollgas. Müssen wir einmal komplett aus dem Ruhm reiten. Ich werde euch das, glaube ich, auch einfach einmal rausschneiden. Da müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit gucken, wie ich jetzt 2 Minuten blöd durch die Gegend wackel mit meinem Pferdchen. Da sind wir auch schon wieder. Hallo? Hört ihr mich? Seufz, der Wind ist zu stark. Aglaia, sie können mich nicht hören, wenn ich rufe. Ich bin mir aber sicher, dass sie mich gesehen haben. Sie scheinen okay zu sein, findest du nicht? Madison scheint es auch gut zu gehen. Warte, siehst du Jonas? Er sieht sehr schwach aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Wie kommen wir zur Trauerinsel, Aglaia? Ich kann Jonas Fischerboot oder unser kleines Mutterboot nirgends finden. Ich würde versuchen, mit meinem Surfbrett dahin zu kommen, aber das würde mich nur aufs Meer treiben oder gegen die Klippen schmettern. Aber ein Versuch wäre es wert, oder? Was denkst du, Aglaia? Ich befürchte, wir haben keine andere Wahl. Du hast ein Boot, sagst du? Natürlich hast du ein Boot, wie wärst du auch sonst hierher gekommen? Beeil dich und bring es her. Ich warte so lange hier und versuche in der Zwischenzeit einen Plan auszuklügeln. Okay, ich hole das Boot. Ich mag die Musik im Südhof. Aber ich werde jetzt einmal schnell zum Boot reiten und wir sehen uns da gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder zurück bei unserem Boot. Du bist zurück am Boot, noch immer in einem Top-Zustand. Du machst dich auf den Weg und fährst zu Holly. Der Strand des toten Mannes. Ich hoffe nicht, dass da jemand gestorben ist, beziehungsweise hoffe ich mal, dass Hollys Familie nicht dort stirbt. Aber es werden sie nicht. Das ist ein Kinderspiel. Hier wird niemand sterben. Gib's nicht. Ich dachte, das Boot wäre kaputt, aber das ist einfach eine Tür.
Schickes Boot, Aglaia, aber bist du sicher, dass es auch seetüchtig ist? Es sieht etwas ramponiert aus. Hallo, beleidige mein Boot nicht. Schließlich soll ich damit deine Familie retten. Aglaia, ich glaube, es wäre das Beste, wenn du alleine mit dem Boot zur Trauerinsel fährst. Je mehr Platz du auf dem Boot hast, desto mehr Menschen kannst du mitnehmen. Aber sei vorsichtig, ja? Das Wasser rund um die Trauerinsel ist voll mit gefährlichen Strudeln und starken Strömungen. Viele Schiffe sind dort auf Grund gelaufen. Ich will wirklich nicht, dass du dasselbe Schicksal erleiden musst. Viel Glück. Okidoki, ich krieg das schon hin. Kommt mein Pferd mit? Ich dachte, ich soll so viele Menschen wie möglich mitnehmen und deswegen mein Pferd im besten Fall nicht. Aber wahrscheinlich ist es nur das gleiche Bild. Ach nee, Foxy wollte einfach mal mitkommen, damit wir weniger Leute mitnehmen können. Klar. Guten Tag, ich heiße Sigrid, Südhofs Leuchtturmwächterin. Wer bist du? Aglaia? Angenehm. Du bist hier, um uns zu retten, sagst du? Ich habe dich gesehen, als du hierher gekommen bist und du scheinst eine richtige, richtig erfahrene Navigatorin zu sein. Aber ist dein Boot wirklich sicher? Wie es uns geht, fragst du dich? Den Umständen entsprechend. Nur meinem Mann Jonas geht es nicht sonderlich gut. Er sagt zwar, dass er okay ist, aber ich weiß, dass er das nur sagt, damit ich mir keine Sorgen mache. Er war lange im Wasser, als das Boot unterging. Und er hat all seine trockenen Kleidungsstücke, die er noch retten konnte, an Madison gegeben, damit sie nicht friert. Seine Körpertemperatur ist drastisch gesunken und auch wenn er stärker als ein Walross ist, könnte er... Was passiert ist? Naja, Jonas hat Madison mit auf einen Angelausflug genommen, aber als sie auf dem Weg zurück waren, ruderte Jonas zu nah an die Trauerinsel heran. Er weiß, dass die Gewässer dort sehr gefährlich sind, aber er wollte Madison gerne seine Lieblingsklippen dort zeigen. Es war ziemlich dumm von ihm, aber er meinte es nur gut. Das Fischerboot ist daraufhin gesunken und das innerhalb wenigen Minuten, doch Jonas schaffte es, mit Madison an Land zu schwimmen. Ich habe das Ganze vom Leuchtturm aus mitverfolgen können und bin dann schnell zur Farm gelaufen und habe Erik geholt. Zusammen sind wir dann so schnell wir konnten mit dem Boot zur Trauerinsel gefahren, aber leider ist Erik mit dem Boot ebenfalls zugrunde gelaufen. Jonas sprang sofort wieder ins kalte Wasser, um uns zu retten und zog uns an Land. Das war wahrscheinlich zu viel für meinen geliebten Ehemann. Ich glaube nicht, dass mein Jonas in großer Gefahr ist, aber vielleicht kannst du zur Sicherheit auch einen Blick auf ihn werfen, Aglaia. Das machen wir noch. Brrr. Hallo? So, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für die heutige Folge. Wir sind mal wieder ein Level aufgestiegen, also war die Folge doch recht erfolgreich. Wir befinden uns gerade auf der Trauerinsel und versuchen, Hollys Familie zu retten. Und genau dort werden wir in der nächsten Folge auch weitermachen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!